Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich über die CPTG-Qualität der ätherischen Öle von doTERRA sprechen. CPTG steht für Certified Pure Taste Great. Tasted Great. Und ich habe hier wieder so meine Kärtchen, ne? Weil manche Sachen muss ich einfach ablesen. Also alle Öle von doTERRA sind von Wissenschaftlern auf Reinheit und therapeutische Qualität getestet. Das ist mir ja so wichtig. Und es gibt halt einfach mehrere Stufen, die dahin führen. Und die erste Stufe ist, dass das Rohmaterial geerntet wird und destilliert wird. Und da kommt das initiale Testverfahren. Da hatte ich ja schon mal ein bisschen was erzählt, wie ätherische Öle, wie das so gemacht wird. Und Obacht! Da wird durchgeführt die organoleptische Prüfung, die Gaschromatographie, das Massenspektrometrie, der optisch aktive GC-Test und isotope Carbon-14, also Radiocarbon-Methode. Die werden da genutzt in dieser ersten Stufe, um diese CPTG-Qualität auch wirklich sichern zu können. Dann kommt die zweite Stufe. Das ätherische Öl wird dann zu doTERRA gesendet. Das ist die zweite Validierung. Und dort wird dann durchgeführt die organoleptische Prüfung, TBC mikrobiell, FTIR-Scan. Und es wird auf Schwermetalle und Pestizide natürlich untersucht. Und diese werden dann ausgeschlossen. Und dann kommt die dritte Stufe. Das ätherische Öl wird dann bei doTERRA abgefüllt und etikettiert. Und da ist dann die endgültige Validierung. Und da wird nochmal, also zum dritten Mal, wenn dieses Fläschchen entsteht, die organoleptische Prüfung durchgeführt. Nochmal TBC mikrobiell und nochmal FTIR-Scan. Und dann werden da auch so Stabilitätsstudien durchgeführt, um das Ganze einfach natürlich auch zu beobachten. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt so viele Marken, die auch ätherische Öle anbieten. Und da gibt es natürlich aber auch immer einen Unterschied zu den Ölen von doTERRA. Also andere Firmen, die arbeiten einfach schnell, die arbeiten kostengünstig in Bezug auf die Pflanzung, auf den Anbau und dann auch auf den Ernteprozess. Ne? Dadurch können die das dann einfach auch günstiger anbieten, hat aber auch nicht so eine hohe Qualität. Andere ergänzen die reinen Öle dann durch die Zugabe von billigen Bestandteilen, also synthetischen Bestandteilen, die werden dann also gestreckt. Deswegen können die so günstig angeboten werden. Aber doTERRA ist da wirklich kompromisslos selektiv. Also was da nicht in die Qualitätsnorm passt, wird einfach aussortiert. doTERRA hat über 100 ätherische Öle aus mehr als 40 Ländern. Also es wird dann auch immer, die Pflanzen werden nicht irgendwo hier angebaut oder jetzt in Großbritannien zum Beispiel, sondern da, wo sie einfach am besten wachsen. Das heißt, es werden die besten Wachstumsbedingungen schon für das Rohmaterial gewährleistet. doTERRA legt dabei auch sehr, sehr großen Wert auf das Fachwissen der einheimischen Landwirte und guckt da halt, dass es da ein botanisches, lokales Netzwerk gibt, dass die sich untereinander unterstützen. Und damit werden einfach auch tausende Arbeitsplätze auf dem gesamten Globus gesichert. Und doTERRA hat auch unglaublich tolle Sourcing-Partnerschaften. Und die machen es einfach möglich, dass doTERRA exklusive eigene Öle und auch Mischungen, also eine Mischung ist zum Beispiel, Chia ist zum Beispiel eine Mischung, oder Whisper ist auch eine Mischung, dass es die halt herstellen kann. Und dass dabei aber die Reinheit und die Wirksamkeit jeder einzelnen Pflanze wirklich auch bewahrt bleibt. Und 96% der doTERRA Einzelöle und auch der Ölmischungen sind exklusiv und sorgen dafür, dass ätherische Öleanwender ein Produkt erhalten, das wirklich einzigartig und was auch unvergleichbar ist und was es so von keiner anderen Marke gibt. Und doTERRA hat auch so Herstellungsrichtlinien. Das ist zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen, faire und pünktliche Bezahlung, nachhaltige Langzeitpartnerschaften, die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen, die Förderung von Genossenschaften, Umweltschutz und Verantwortung und Förderung der Gemeinschaftsentwicklung, gerade auch in Ländern zum Beispiel der Dritten Welt. Und hier seht ihr jetzt mal, Obacht, eine Karte.
und das doTERRA Co-Impact Sourcing. Also da seht ihr mal, wo die verschiedenen Öle alle herkommen. Also ein großer Teil von hier, aber auch hier. Also überall, wo da die kleinen Punkte sind, seht ihr halt, wo die verschiedenen Rohmaterialien und damit dann auch die ätherischen Öle auf der Welt überall herkommen. Also, doTERRA-Öle sind ohne Füllstoffe und Zusatz von synthetischen Ölen, wie halt diese ganzen billigen Öle einfach sind, ohne Verunreinigung, ohne Giftstoffe. Es wird das richtige Pflanzenmaterial zur richtigen Zeit geerntet und ausgesucht. Es ist in der richtigen Umgebung gewachsen, zum richtigen Zeitpunkt geerntet, auf eine schonende Weise erhitzt. Die Öle werden von Wissenschaftlern auf ihre Reinheit und auf höchste Qualität getestet. Es ist ein sorgfältig kontrollierter Extraktionsprozess und die Öle werden analysiert durch Gaschromatographie, Massenspektrometrie, FTIR-Scan sowie mikrobielle und organoleptische Prüfungen und haben dadurch diese garantiert getestete Qualität, also diese CPTG-Qualität, und können dadurch halt auch eingenommen werden, was bei diesen gepanschten billigen Ölen bitte niemand tun sollte. Die sind wirklich rein, die sind potent und die sind sicher. Und das war mir nochmal wirklich wichtig zu sagen. Natürlich sind die teuer, aber das hat halt auch alles seinen Grund. Und wenn ich mir das meinem Körper zuführe, dann möchte ich bitte auch wissen, dass das rein ist, dass das höchste Qualität ist und nur das. Und das kann ich halt einfach nur bei den Ölen von doTERRA tatsächlich mit Sicherheit sagen. Und deswegen würde ich auch niemals Öle von irgendeiner anderen Firma tatsächlich benutzen. Wenn ihr noch Fragen habt zur Qualität der ätherischen Öle, könnt ihr die jetzt sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren stellen. Und wir sehen uns dann morgen in meinem nächsten Video wieder. Da komme ich nämlich zu einem meiner anderen Lieblingsthemen, zu Chakren, und verbinde Chakren mit ätherischen Ölen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Also bis morgen dann.